ich auch nicht vorne überlegt. Labą dieną, gerbėmieji. Šiandien krašto apsaugos ministerijoje įvyko krašto apsaugos ministro Arvido Anušausko dvišalis susitikimas su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu. Ir dabar esame istorinio įvykio liudininkai. Ministrai netrukus pasirašys Vokietijos kovinės brigados dislokavimo Lietuvoje veiksmų planą. Būtent akcija Wehr der Damen Herren. Heute sind wir alle Zeugen eines historischen Ereignisses. Der Verteidigungsminister der Republik Litauen, Arvidas Anušauskas, und der Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland, Boris Pistorius, unterzeichnen gleich die Roadmap für die dauerhafte Stationierung einer Kampfbrigade in Litauen. Kviečiu ministrus pasirašyti. Dabar kviečiame bendrai nuotraukai ministrus, Lietuvos kariuomenės vadą generolą Valdemarą Rupšį ir generolą majorą Andreją Otą, Vokietijos gynybos ministerijos strategijos ir operacijos. I'm quite convinced that during the very busy day today, you will hear a lot of thanks to your country, to your government, and to your person. First part probably formulates our sense in many fields in this, and we usually, I call it a country's country.
bitte vor dem Panzer kurz mal Platz machen? Hier kommt der dazu, da bin ich so an. Beide beiden Kommandeure vorstellen. Ja, kein Minister, da muss man sagen. Schön, dass Sie da sind. Ich habe mich auch. Herr Kommandeur, der Führer des Volkes Kommandeurs. Sehr schön, Herr Leiter. Danke. Super. Herr Minister, dann darf ich Sie führen zum Führungsgespräch. Ja, machen wir mal direkt. Erstes Foto, ne? Ach, erstmal. Ja, wir gehen jetzt alle zum Foto, bitte. Also, Handshake machen, ein Foto. Schön, macht Sie so, jetzt bitte noch mal ein Foto mit den Abgeordneten, wenn Sie bitte kommen würden. Und die Kommandeure gerne, wenn Sie wollen. Wenn wir alle ein bisschen weiter zurückgehen, dann haben wir alle mal ein Bild. Every time I meet my Lithuanian colleagues, they are full of respect and gratitude for what you and your comrades are doing here all the time. And what we do now is to send a powerful message that we stand together here, more important than ever, and that if necessary, we are prepared and willing and able to fight together. Herr Minister, Soldaten und Soldaten, die stehen. Vielen Dank. Guten Abend, Soldatinnen und Soldaten. Guten Abend, Herr Minister. Heute schon betroffen, bedanke mich ganz herzlich für die guten Gesprächsrunde und
die deutlichen Worte, die Sie auch gefunden haben. Wir hatten guten Austausch, denn ich bin ja hergekommen, so wie ich das auch vergangenes Jahr schon gemacht habe, kurz vor Weihnachten, um mal reinzuhören natürlich. Wie geht es Ihnen? Haben Sie alles, was Sie brauchen für den Auftrag? Wie schätzen Sie die Lage ein? Wo sehen Sie noch Bedarf? Was muss verbessert werden? Das ist ja meine Aufgabe, das auch aufzunehmen, um dann den Minister, aber auch den Abgeordneten mitzuteilen. Und da hatte ich heute die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Aber ich komme natürlich kurz vor Weihnachten auch, ganz besonders deshalb, um Ihnen Danke zu sagen. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Amen. Jetzt Glühwein. Hallo liebe Firma Frank im Fichtelgebirge. Ich bin gerade in Litauen bei den Soldatinnen und Soldaten, die hier Dienst leisten. Und wir haben etwas festgestellt. Eure Lebkuchen sind echt gut und ihr könntet denen mal ein ganzes Paket hierher schicken. Das ganze Kontingent am besten. Sehr hervorragend lecker, wir haben uns sehr gefreut. Liebe Soldatinnen, liebe Soldaten, meine sehr geehrten Damen und Herren aus dem Deutschen Bundestag, verehrte Vertreter der Medien, liebe Eva Höbel als Werbeauftragte, ich freue mich jetzt zum Abschluss dieses wirklich abwechslungsreichen, spannenden und tollen Tages jetzt mit Ihnen hier noch eine Tasse Glühwein zu trinken, mit oder ohne Alkohol oder ein bisschen Weihnachtsgebäck zu essen, weil ich glaube, dass das eine schöne Gelegenheit ist, hier nochmal zusammenzukommen, miteinander zu reden, vielleicht das ein oder andere, was man nicht vor allen anderen am Mikrofon sagen möchte, sondern vielleicht dem Minister mal so zuhören möchte oder den Abgeordneten Kritik üben, auch gerne mal loben, höre ich auch gerne, so wie Sie auch. Oder einfach mal eine Frage stellen, die bislang noch nicht gestellt worden ist. Ich freue mich jedenfalls darauf, diese Gelegenheit zu haben. Und da ich heute schon seit 8 Uhr eigentlich fast durchgehend rede, also fast, übergebe ich jetzt das Mikro an Eva Höbel, die noch eine besondere Überraschung mitgemacht hat. Liebe Eva, du hast das Wort. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend und diejenigen, die ich jetzt nicht mehr spreche, denen wünsche ich schon mal frohe Weihnachten, alles Gute, einen guten Rutsch, bleiben Sie gesund und machen Sie bitte weiter. Danke. Ich habe auch schon ganz viel geredet heute den ganzen Tag. Ich hatte wirklich hervorragende Gesprächsrunden, habe viele wichtige Eindrücke aufgenommen. Und keine Sorge, ich halte jetzt keine halbstündige Rede, sondern ich möchte noch mal sagen, ich bin hergekommen, so habe ich das im vergangenen Jahr auch gemacht, um hier kurz vor Weihnachten erstens noch mal aufzunehmen, wie geht es den Soldatinnen und Soldaten, haben sie alles, was sie brauchen, auch aufzunehmen, wo gibt es noch Dinge, die verbessert werden müssen, aber was hat sich auch verbessert, was läuft gut, kann der Auftrag erfüllt werden. Das waren wirklich sehr intensive und gute Gesprächsrunden, dafür bedanke ich mich ausdrücklich. Und ich bin natürlich gekommen, so wie vergangenes Jahr auch, um ganz herzlich Danke zu sagen, liebe Soldatinnen und Soldaten. Danke für Ihren Dienst in ernster Lage hier und vor allen Dingen danke für Ihren Dienst über Weihnachten und über den Jahreswechsel. Das ist keine Kleinigkeit, fernab von Ihren Lieben. Und deswegen überreiche ich heute sehr gerne
vielleicht, Herr Oberst, Ihnen stellvertretend zwei Trikots. Und jetzt brauchen wir nochmal Assistenz. Dann machen wir ein schönes Foto, lieber Boris. Zwei Trikots der Basketball-Weltmeisterschaft. Und ich sage Ihnen auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, das erfreut mich selber auch mit viel Glück. Denn letztes Jahr habe ich zwei Trikots mitgebracht der Fußballmeisterschaft vom DFB. Und da waren wir in der Vorrunde ausgeschieden. Ich hoffe, es ist bei der Truppe trotzdem gut angekommen. Aber diesmal gibt es zwei Trikots vom Weltmeister. Vielen Dank, frohe Weihnachten, alles Gute. Hallo. Ja, ich bin der Schocki. Hallo. Ich bin der Schocki. 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 Ich bin der Schocki.